Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Wir haben heute mal wieder was aus der Inselbrauerei Rügen hier auf dem Gabentisch zu stehen. Und zwar das East Coast IPA. Ja, das Etikett oder beziehungsweise die Verpackung, die sieht schon wieder geil aus, ne? Freunde, das müssen wir uns mal genauer betrachten. Also das ist doch mal so richtig Flower Power und schaut euch mal drauf an, was da drauf ist. Schaut euch das mal an. Könnt ihr das erkennen? Da ist doch echt ein T1, ne? Ein originaler Bulli. Und damit machst du mich ja schon wieder glücklich, du. So ein richtig schöner T1, so ein richtig schöner VW-Bus Bulli. Flower Power, ne? Da ist auch hier so eine nette Dame auch. Und auf dem Bulli sind Hopfendolden drauf. Und oh Freunde, das ist schon wieder, ne? Das ist New Age. Das ist New Age. Das ist schon wieder, wow, spirituell, das ist schon wieder Esoterik, damit kriegst du mich ja immer, ne? Das ist schon wieder so Flower Power. Ja, geil. Seltenes Bier, 5,6% Umdrehungen. Und momentan muss ich wirklich sagen, das schönste Motiv, was die Inselbrauerei Rügen bisher hervorgebracht hat. Würde ich mir hier sogar als Poster aufhängen. Sieht richtig schön aus, triggert mich richtig an. Als ich es im Kaufland habe stehen sehen, ich so, wow, musste haben will. Und ich werde auch das wahrscheinlich aufheben, die Flasche. Die kommt da oben zu unseren Sammelflaschen. Also nur mal so. So, wieder mal viermal weltbestes Bier gekrönt worden. London, in London wurde das Ganze wohl 2016, 2017, 2018 und 2019 oder was, nee, wieder 2018, viermal als bestes Bier. Also das ist auch schon mal ordentlich. Also auch hier haben wir es wieder mit was Speziellem zu tun. So, jetzt gucke ich mal, was drin ist. Wir haben drin Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz, Traubenzucker, Hopfen, was? Hopfen, Hefe, Zucker vollständig vergoren. Na gut, da steht ja immer drauf. Und ja, 5,6. Schaut euch den Bulli an, Leute. Schaut euch den Bulli an. Ist es nicht Liebe? Das ist doch, oh Gott, hau mir bloß ab mit dem Ferrari. Ich nehme den T1 auch. Oh, herrlich. Ja. Schön in schwarz. Dark. Ich mach mal auf, ne? So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir da haben. So. Entspannungsverdampfung kommt raus. Ja, das ist wieder ordentlich. Und dann lasse ich es mal laufen. Macht gar nicht Blick. Och, guckt euch mal, wie geschmeidig das da reinläuft. Ne, unser Andrew hier. An sowas musst du dich mal rantrauen. So, East Coast IPA. Okay, was haben wir denn da? Ist ein Bier, gibt sich als solches zu erkennen. Und Leute, schaut euch die Blume an. Oh Leute, drei Finger breite Blume, locker, Creme, weiß das Ganze, fein bis mittelporig, bleibt ordentlich an der Glaswand haften, 90 Sekunden Standard, kriegen wir mal richtig locker hin, schaut mal selbst. So, im Farbspektrum haben wir natürlich ein naturtrübes Bier, ist klar, ist sogar fast blickdicht, wie gesagt, ist auch angegeben, die Hefe, ne? Also eine ordentliche Trübung haben wir. Auf der EBC-Skala würde ich sagen, bewegen wir uns in so, ja, Bernsteinfarben. Eher mittleres Orange, so in diese Richtung, Honigfarben, ja, das kommen wir schon hin so. Schön deep, schön tief rein geht es, sieht gut aus, alles andere als verblasst oder verwässert. Karbonisierung per Orange steigt erstmal gleichmäßig auf, eher ein bisschen kräftiger, das darf es dann auch sein. Schwebeteilchen oder irgendwie andere Partikel sehe ich nicht, sieht aus wie gezeichnet, Freunde. Das macht mir richtig Appetit, wenn der Wirt mir das so hinstellt, was sage ich dann immer? Geh schon mal los, zapf das nächste. Biersüffler hat Bierdurst. Hm. Ja, Freunde, 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Also theoretisch könnte man auch Krone-Bewertung geben. Sieht wirklich aus wie gezeichnet. Richtig lecker. So, Inselbrauerei immer ein bisschen spezieller. Also müssen wir mal gucken. Ja, das kommt auch so. Also auch wieder Aroma-Hopfen drin, ne? Erstaunlicherweise nicht dieser Obstsalat, den ich jetzt erwartet hätte. Also ein bisschen
würde mal tippen, das ist so ein bisschen Drachenfrucht, ne? Sowas in die Richtung. Maracuja, Drachenfrucht. Bisschen Aprikose, Pfirsich wieder. Aber es ist jetzt nicht dieses Intensive, so wie wir das von einem IPA her kennen würden. Also das ist eher so vom Fruchtanteil doch ein bisschen zurückhaltender. Und der Malzanteil, also der Malzkörper, der kommt hier so ein bisschen deutlicher hervor. Also ich finde, du riechst ordentlich so eine liebliche Getreidigkeit heraus. Und dann kommt nach hinten heraus halt auch der Hopfen, ne? Der meldet sich vom Bouquet her. Selbstbewusst? Doch, deutlich wahrnehmbar. Aber das ist nicht so. Das riecht auch so ein bisschen, ich habe jetzt gleich ein bisschen Angst, so, weil das riecht so ein bisschen trocken, finde ich. Ne? Das ist jetzt nicht so dieses Erfrischende, wie man erwarten würde. Aber riecht schon lecker. So, ihr Lieben, und nu, der Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Okay. Ist aber was ganz anderes. Okay, ich habe was ganz anderes erwartet. East Coast IPA. Ist das jetzt der Hafermalz oder ist das jetzt der Weizenmalz? Also Weizenmalz ist eigentlich eher mal ein bisschen so in diese liebliche, milde Richtung geht der rein. Der bringt so ein bisschen Süße mit. Hafer hingegen bringt eher so ein bisschen was Stumpfes. Ja, also doch, es könnte der Hafer sein, dass das so ein bisschen stumpf auf der Zunge ist. Fangen wir mal an. Attribute, gemütlich oder dynamisches Bier? Ich würde eher sagen, auch wie meistens da aus der Inselbrauerei Rügen, ist es eigentlich eher ein gemütliches Bier, weil das ist schon arg komplex. Da ist eine Menge drin zu entdecken. Da ist richtig Aromaspitze drin. Das heißt also, hier würde ich tatsächlich eher tendieren, das Bierchen hier als gemütliches Bier zu behandeln. Das heißt, kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen Temperatur anziehen lassen und ein bisschen mehr Konzentration auf der Zunge. Das verdient es. So, da will ich jetzt noch mal ein bisschen gucken hier. Das ist speziell, ne? Also, lecker speziell. Muss nur noch mal trinken hier. Also dieser Malzkörper hier, der ist schon arg intensiv, aber das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Wow, das ist total so diese Karamellbonbon-Geschichte, sondern das ist hier wirklich eher so getreidig, ne? Getreidig, nussig, wirklich, das ist eine, aber nicht irgendwie aufgesetzt oder so. Also du merkst schon, oh, das ist aber ordentlich gehaltvoll, aber genau so, dass es nicht zu aufgesetzt wirkt. So, dann stumpft das Ganze so ein bisschen ab, dann hast du halt so diese Fruchtigkeit, die absolut nicht an den IPA erinnert, weil dieser Obstsalat, der bleibt jetzt erstmal aus. Das ist natürlich schon fruchtig, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, also wenn wir uns jetzt mal so eine Störtebecker Pilz angucken, würde ich sogar sagen, das ist ein bisschen fruchtiger in der Textur als jetzt hier dieses East Coast IPA aus der Inselbrauerei. Also vielleicht gleich auf, aber das ist, das hat jetzt, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Brewdog Punk IPA nimmst, da ist wesentlich fruchtiger, ne? So, und dann kommt dieses Interessante, dann kommt nämlich der Hopfen da ins Spiel, den merkst du auch, das ist eine richtig schöne Hopfenfloralität, das ist so richtig schön blumig, grasig, so richtig lecker halt, so, ne? So richtig so wie so eine frische Doldenhopfe auch sein sollte, so richtig Hopfendolden, so oh, lecker. Das hast du dann auch im Mund und das Ganze ist dann so ein bisschen stumpf, also das, ich würde mal sagen, man könnte es auch als minimal trocken bezeichnen. Das ist jetzt nicht so richtig extreme dry oder so in diese Richtung, sondern das ist so dezent. Also das ist schon spannend von der Textur her, finde ich. Ein sehr spannendes Bier. Und ich würde sogar sagen, das ist einsteigerfreundlich. Das ist tatsächlich einsteigerfreundlich. Das ist in der Komplexität jetzt nicht ganz so krass, wie ich erst dachte. Das ist schon schön und auch der Nachhall, der doch, das kommt schon ganz gut. Das kommt schon ganz gut. Ich mag's. Überraschend aber. Ich hätte was ganz anderes erwartet. Ich habe wirklich was ganz anderes erwartet. Das passt auch gut zum Essen hier, ne? Könnte ich mir so ein schönes asiatisches Essen gut vorstellen. Dürfte gerne auch ein bisschen Chili sein oder so. Da macht sich das ganz gut. Ja, Freunde.
ganz klare Empfehlung, nicht nur wegen der Verpackung, sondern auch vom Inhalt. Möchte ich auch dementsprechend bewerten. 5 von 5, / 6 mögliche Punkten ist es mir wert. Damit bin ich draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.